Hallo ihr, ich bin Daris und wie ihr sehen könnt, bin ich ein Drache. Ich bin genau vor 4 Jahren hier in Deutschland geschlüpft. Falls ihr es noch nicht wisst, Deutsch ist eine sehr schwere Sprache und nicht für jeden einfach zu lernen. Vor allem für Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind. Für Geflüchtete ist es in der unsicheren Situation nach der Flucht besonders schwer, so eine Sprache zu lernen. Natürlich kann man keine Sprache von heute auf morgen lernen, aber Sprache verbindet Menschen und führt sie zusammen. Und um bei der Sache zu helfen, stelle ich euch CreateUnity vor. CreateUnity ist eine App, die arabisch sprechenden Geflüchteten mit spielerischen Mitteln dabei helfen soll, die deutsche Sprache besser zu verstehen und zu lernen. Bei CreateUnity könnt ihr gemeinsam mit anderen Spielern Tiere großziehen. Dabei können Deutschsprechende etwas Arabisch lernen und Arabisch sprechende etwas Deutsch. Dann lasst uns mal auf Start klicken. In CreateUnity könnt ihr euch aus verschiedenen Tieren eins aussuchen und mit anderen Spielern hochziehen. Die grauen Tiere sind erst ab einem höheren Level freigeschaltet. Lasst uns doch mal auf das Einhorn klicken. Aber hier, schaut mal, da ist meine Freundin Bacardi. Sie ist ein 3 Jahre altes Einhorn. Nehmen wir sie. Nachdem ihr euch für ein Tier entschieden habt, beginnt erst der richtige Spaß. Am wichtigsten ist es, dass ihr eine Verbundenheit zu dem Tier aufbaut. Du kannst dich mit den Aktionen pflegen, füttern und spielen um Bacardi kümmern. Das verbessert dann eure Verbundenheit und je stärker ihr verbunden seid, desto höher wird das Level. Mit höherem Level gibt es mehr Tiere, mehr Gegenstände und mehr Lektionen. Yippie! Euren Fortschritt seht ihr im oberen Balken. Bacardi sieht aber ganz schön schmutzig aus. Wir müssen sie putzen. Dazu gehst du erst auf Aktionen und dann auf den Pflege-Button. Dabei lernst du zum Beispiel die Begriffe für Putzen, Wasser und Seife. Wenn wir hier auf den Smiley drücken, können wir uns dort mit Bacardis anderen Caretakern absprechen. Wenn wir uns die Arbeit aufteilen, geht alles besser und schneller. Oh, schaut mal, Bacardi wurde von einem anderen Mitspieler gestern Abend gefüttert. Senden wir doch mal ein Dankeschön. Lass uns doch mal eine neue Lektion machen, um noch ein paar neue Wörter zu lernen. Wir wollen ja später auch mit den einheimischen Nutzern kommunizieren können. Wir klicken dazu auf das Ausrufezeichen und wählen die erste Lektion. Yay, wir haben aufgelevelt. Jetzt können wir uns ein neu freigeschaltetes Tier aussuchen. Wähl mich. Oh, da sollte ich ja sein. Warte kurz. So, das ist besser. Ich hoffe, wir spielen bald mal miteinander. Unsere App findet ihr kostenlos in eurem Play und App Store.